Wir haben einen VW-Ausgleichsbehälter. Das System von Mazda hat einfach einen Haken. So, wunderschönen guten Tag. Ich bin, wie gesagt, bin immer noch ein bisschen allergisch angeschlagen. Das wird auch die nächsten Tage noch so ein bisschen sein. Da kann ich relativ wenig dran ändern, weil ja, Tabletten helfen dann nicht mehr so viel. Wir haben, ich glaube, der Guido hat es vorgestellt mit geschlossenem Kühlsystem und so. Björn, sein Auto, kennt jeder aus Instagram und Facebook, whatever. Sind jetzt ziemlich so auf der finalen, ganze Kabelbaum ist gekliegt, ganze Motorraum ist auslackiert. Rest ist auch alles weggelegt, sodass man nichts mehr sieht. Lader sitzt auf Position. Ladedrucksystem ist fast durch, hinten noch ein bisschen Unterdruck. Also ich sag mal so, dass der Motorraum so aussieht, wie er soll. Ich glaube, dass soweit sind wir am Montagabend, vielleicht Dienstagvormittag, weil so Kleinigkeiten brauchen dann doch Zeit. Wir haben einen VW-Ausgleichsbehälter. Das System wird bei den anderen Autos so sein, weil ich habe gesehen, ein Kommentar war, Druck geführtes Kühlsystem, kein ABS mehr. Stimmt nicht, weil hier vorne kommt eine kleine Kugel hin mit einem Halter für ein ANB. Man hat halt hierdurch den Vorteil, dass du konstant entlüftest. Das ist der Riesenvorteil. Das System von Mazda hat einfach einen Haken. In dem Moment, wenn das Kühlsystem zu heiß geworden ist, drücke ich in den Behälter rein. Und dann zurücksaugen geht dann auch immer nur bedingt, je nachdem, wie der Füllstand ist und. Ist in meinen Augen halt nicht ganz so geil gelöst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nutzen dieses VW-System, das hat sich bei anderen Autos sehr, sehr gut etabliert, zu sagen, okay, wenn du diese Kugel reinmachst und du bist quasi immer konstant Druck geführt, ist das Problem nicht mehr da. Ist komplett kompatibel mit unseren eigenen Wasserkühlern. Wir gehen aus dem höchsten Bereich der Entlüftung hier ran, kommt quasi als fertiges Kit. Man muss natürlich hier und da vielleicht noch einen, also Halter und T-Stücke für Schläuche sind alles mit dabei, aber wie man es nachher im Motorraum verlegt, ist dann immer jedem selbst obliegen. Damit ist auch wirklich dieses ganze Thema Kühlsystem abgeschlossen. Der Deckel hier wird getauscht, da kommt quasi einfach nur noch eine Verschlusskappe drauf und kein druckgeführter Deckel mehr, weil der ganze Druck wird über das System im Behälter geführt. Und damit sind wir dann auch hier bei dem ganzen Thema durch. Also wirklich relativ entspannt. Und das Ganze, wie gesagt, wird recht zähnah implementiert. Und wir haben es bei den Rennwagen probiert und wir haben es bei Straßenautos probiert. Das ist einfach das Beste, was du haben kannst. Du bist immer im Bereich von irgendwie 85, 90 Grad. Dadurch, dass es druckgeführt ist, das ganze System, hast du kein Problem, dass du irgendwie Luft drin hast. Also gerade dieses ständige Entlüften beim MX-5, jeder kennt das Spiel. Die Amis sagen, das wäre kein Problem. Ich kann dir sagen, wir haben damit immer Probleme. Wir haben dann immer einen Unterdruck entlüftet. Das geht auch in einer gewissen Art und Weise, aber wenn du es halt 100% safe haben willst und willst keinen Stress mehr, ist das in meinen Augen die Lösung. Und das ABS ist jetzt weg, einfach weil der... Weil weg. Er wollte das so. Ja, weil es einfach, ich glaube, es geht hier am Ende des Tages bei dem Auto auch ziemlich darum, dass der Motor cool aussieht und der Motorraum cool aussieht und alles sehr clean ist und sehr aufgeräumt und ist halt ein ABS auch nicht schön. Ne? Kann jetzt jeder darüber diskutieren und sagen, was er will, ABS, ja, nein, hast du nicht. Wenn jetzt jemand kommt, weil das ist jetzt das neueste Spektakel, dass irgendwelche StVZO Normen bei uns unter irgendwelche Videos oder E-Mails zitiert werden. Es gab nämlich 5 NBFL bis 2005 ohne ABS. Schönen Gruß nach Italien, die hatten das nämlich exakt so. Also, und deswegen ist es auch kein Problem. Und das Auto hat deswegen auch kein ABS mehr. Ja, und hier ging es, wie gesagt, nur um das Thema Optik. Und dadurch, dass wir hinten den Platz frei haben und wir den originalen Kühlwasserbehälter hier vorne setzen, das hätte eh nicht gepasst, weil wir hier mit der Ladedruckverrohrung runtergehen, haben wir uns halt den Weg da hinten ausgesucht. Ja, jetzt werden noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann sind wir eigentlich durch. Na, wir haben hier so ein Blech gebaut, wir haben hier oben so ein Blech gebaut, damit es alles etwas cleaner wirkt und aufgeräumter und sauberer wirkt. Also wird schon ganz gut. Und wie gesagt, nächste Woche ist auch tendenziell das erste Mal, dass der hier von der Bühne runterkommt und fährt. Und dann geht das nächste Langzeitprojekt direkt drauf. Wobei, das geht morgen schon auf die Bühne oder auf die Bühne. Na, Gruß in die Schweiz. In diesem Sinne, ciao.